Pentagon hat in den letzten 10 Jahren überschlagen ca. 1 Million Tonnen Biomasse vergärt, dadurch ca. 120.000 Megawattstunden Strom produziert und ca. 100.000 Tonnen CO2 eingespart. Und die Zahlen werden jetzt pro Jahr immer sukzessive mehr. So wird das Material angeliefert, eben Grüngut oder in dem Fall ist es Mischt- und Ernterückstände, die man nicht weiterverwenden kann. Und die werden dann von hier in den Fermenter gebracht. Das ist jetzt ein Fermenter. Dort bleibt das Material dann zwischen 21 und 27 Tage, um die ganze Energie aus dem Material zu bekommen. Das gesammelte Gas wird dann hier in den Gasspeicher gesendet, den ihr hier seht. Und von dort geht es dann ins Blockheizkraftwerk und wird zu Strom und Wärme umgewandelt. Die erzeugte Energie wird ins lokale Strom- und Wärmenetz eingespeist und kann so von der Nachbarschaft genutzt werden. Neben der Energieproduktion haben wir eben das Gärgut, das rauskommt, das dann weiterverarbeitet wird zu Kompost und zu Erdprodukten, die dann wieder zurück in den natürlichen Kreislauf kommen. Ohne die Biogasanlage hast du das Grüngut oder den Mischt, der gärt vor sich hin, der wird kompostiert und da entweicht das Gas einfach in die Atmosphäre. Mit dem Zwischenschritt zur Energienutzung wird das bei uns eben eingefangen, das Gas wird genutzt und das CO2 wird eingefangen. Natürlich entsteht dann beim Verbrennen vom Biogas in einem BHKW wieder CO2, aber auch selbst das könnte man einfangen und weiter nutzen. Es kommt dann immer ein bisschen auf die Größe der Operation an, aber so ist es eigentlich vereinfacht darzustellen.